Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einer weiteren Let's Eat Montag. Oh Junge. Ja, so viel dazu und ja, ich würde sagen, ihr habt, weil ich will jetzt im Intro habe ich jetzt vielleicht mal so versucht, so ungefähr die Region, dass ja das, was ich esse, reinzuschreiben, sprich, dass das im Intro auch schon erkennbar ist. Nur das Montag, das fehlt halt. Aber naja, vielleicht mal ein neues Intro oder sonst was. Mal schauen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Intro. Also ihr habt schon gesehen und ich hab's hier wie immer wunderschön vor mir liegen. Es präsentiert sich in einem wunderschönen weißen Teller mit einem Löffel verziert und Apfelmus, der noch nicht drauf ist. Egal, auf jeden Fall gibt's Kaiserschmarrn. Einfach nur Kaiserschmarrn diesmal. Weil, ja, warum schüttel ich das? Na egal. Weil, ja, ich kam darauf, weil ich heute arbeite natürlich, ich hier schwere Arbeit, ich, ja, ne? Und, ja, Kundin hat Kaiserschmarrn gekauft, viel davon sogar, und ich habe mir gedacht, schmeckt das denn wirklich überhaupt was? Und so meinte, ja, schmeckt gut, kann man essen, ja. Und ja, habe ich mir gedacht, na gut, probierst es halt mal, ne? Hey, ich hab's auch richtig schön kross gemacht. Und richtig schön mit viel Apfelmus. Ansonsten, also ohne Apfelmus, finde ich, ist es kein Kaiserschmarrn. Könnt ihr mal sehen. So viel. Okay, das sieht man jetzt nicht. Aber es ist nicht mehr viel Apfelmus da. Ich habe da jetzt über die Hälfte drauf auf dem Teller. Ah ja, habt ihr recht. Also es ist echt nicht schlecht. Dabei habe ich das einfach nur warm gemacht, einfach nur in die Pfanne für circa 10 Minuten bei mittlerer Temperatur. Dabei halt ständig gewendet, ein bisschen Öl rein. Na gut, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Honig reinmachen, hatte ich aber keinen mehr da. Dass das halt so ein bisschen karamellisiert. Stehe ich voll drauf. Oh. Ja, und aber so schmeckt das auch extrem gut. Hallo. Ich bin gerade echt so ein bisschen geflasht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut schmeckt. Einfach mal schön ausleeren. Na gut. Jetzt erstmal auf den Kopf stellen, dass es schön runterläuft. Wie man es auch oft bei der Ketchupflasche macht. Ja, und was gibt es eigentlich groß zu erzählen? Im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so viel. Ach ja, erstmal jetzt auch an dieser Stelle, tut mir leid, dass zwei Wochen keine Let's Eats kam, weil ich hatte ganz ehrlich einerseits keinen Bock und andererseits einfach nur, ich wusste nicht was. Wenn ich was wusste, habe ich mir gedacht, bin zu faul, das jetzt zu machen oder sonst was.
Aber hier so Fertigkeiserschmarrn, ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, klar, hast du noch nichts gemacht. Schön Apfelmus dran. Und dann geht's. Ich habe was Leckeres zu essen, ihr habt ein Let's Eat. Was wollen wir mehr? Und ich merke auch irgendwie heute schon wieder, oder es kann sein, dass mir das nur so vorkommt, aber ich glaube, die Qualität von meiner Webcam ist jetzt heute schon wieder irgendwie besser als im letzten Let's Eat. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob mir das jetzt nur so vorkommt. Oder ob das eventuell einfach nur der Unterschied ist, dass jetzt Tag ist und ich glaube beim Let's Eat Pizza war es Nacht. Oder? Oder? Ich glaube. Ich weiß, ich bin nicht so gut im Denken, aber ich glaube. Einfach nur lecker. Also ganz ehrlich, wenn ihr es mal eilig habt, nochmal bei euch in der Nähe habt und ja, Kaiserschmarrn essen wollt, fertig Kaiserschmarrn, wenn nur einmal, schmeckt echt gut. Aber nur derzeit in Aktion. Also, oder anders gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Ach ja, hier, wunderschönes T-Shirt wieder. Fuck yeah. Gamescom ist ja auch wieder bald, stimmt ja. Ja, leider bin ich dieses Jahr nicht auf der Gamescom, was ich irgendwo ein bisschen schade finde, aber andererseits sage ich, naja, ich habe mir im Internet angeguckt, wer alle was für ja, Spiele vorgestellt werden und teilweise interessiert mich da nicht wirklich was, sondern okay, also Kingdom Hearts 2.5 hat mich interessiert. Oder interessiert mich, sagen wir es so. Dazu muss ich sagen, ich habe es mir schon vorbestellt. In der limitierten Version. Also was will ich da? Ich könnte hingehen, könnte es anzocken und im Großen und Ganzen ist es nichts anderes, was ich derzeit mit dem Let's Play mache. Ja, gut, bis auf den Unterschied, dass es ein paar mehr Bosse gibt und ein paar mehr Waffen und sowas halt, aber das finde ich jetzt ganz ehrlich, ist für mich kein Grund, dass ich unbedingt auf die Games kommen müsste. So, jetzt auch noch den letzten Apfelmus drauf. Und ja, ich esse Apfelmus auch so gern. Deswegen habe ich auch unter anderem so viel Apfelmus.
Aber jetzt merke ich schon langsam wieder ein bisschen die Nebenwirkung von Kaiserschmarrn. Extrem lecker. Mit Apfelmus noch mehr lecker. Hashtag lecker. Hashtag lecker. Nee, aber das ist halt einfach stopft extrem. Oder in anderen Worten, man wird sehr schnell satt. Ach ja, und um es ein bisschen zu. Kommt ab. Wohl. Nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt gerade kurz durchgehen soll, was wegen der Grußliste ist, aber. Das kann ich auch gleich machen. So eilig ist es ja nicht. Ja, ich brauche jetzt erstmal was zu trinken, also. Das haut schon rein. Ja, ich weiß, trinken ist eigentlich schlecht, wenn man was ist, aber ich hab Durst. Und wenn ich Durst hab, hab ich Durst. Und kein Hunger, sondern Durst. Verdammte Scheiße nochmal. Nam 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 nam. Ja. Ich überleg grad, was könnte. Ah, ha. Mir fällt gerade ein, was ich noch erzählen könnte. Das habe ich ganz vergessen. Okay, einerseits muss ich mich da entschuldigen, andererseits muss ich sagen, ja, ich hab's so. Weil ich habe mir eine PlayStation 4 geholt. Mit dem Spiel Watch Dogs und ja. Awesome. Naja. Ich sag's mal so, einerseits jetzt für die Leute, die sich fragen, warum entschuldigen? Ist doch dein Geld. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich mir eventuell einen Camcorder zulegen will für die Let's Eats, dass die Let's Eats eine bessere Qualität aufweisen können. Und ja, das habe ich halt nicht gemacht und habe mir jetzt erstmal eine PlayStation 4 geholt. Aber auch nur aus zwei Gründen. Okay, drei. Okay, vielleicht vier. Erstens, ich habe endlich eine PlayStation 4 und muss nicht mehr warten, bis ich mir eine holen muss. Beziehungsweise bis Kingdom Hearts 3 rauskommt. Dann hätte ich sie mir spätestens eh geholt. Zweitens, meine Freundin hat mich extrem gedrängt von wegen, ich habe nämlich lange überlegt. Das glaubst du nicht. Nee, aber weil im Mediamarkt war derzeit dieses von wegen 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Habe ich mir ausgerechnet, kriegt man so für 500, für 356 oder sowas mit Spielcontroller und so weiter. Hab meinen Bruder mal gefragt, der ja auch in einem Elektrohandel arbeitet, Euronics, und er hat gemeint, ja hier, ein Kollege von mir verkauft eine. Ja, was will der? 330. Hat Watch Dogs dabei, was mich mehr interessiert als Killzone, Shadowfall, was bei dem Mediamarkt-Bundle dabei war, interessiert mich Watch Dogs schon mehr. Und ja, selbst dann habe ich noch lange überlegt. Internet ist noch
10, ja, eigentlich 11 Monate gültig, weil die PlayStation 4 ein Monat alt ist eigentlich nur. Watch Dogs. Ist Watch Dogs. Hallo? Und, meine Freundin hat mich extrem gedrängt halt, hat gemeint, komm, gönnen sie dir doch. Und, ja. Anders ausgedrückt, ich wurde dazu genötigt. Ne, und die anderen zwei Gründe sind einfach, ich wollte die ganze Zeit eine. Und Infamous Second Son zum Beispiel habe ich mir direkt auch bestellt übers Internet, über Amazon, und es ist einfach nur geil. Also, boah. Ich verstehe, warum Xbox One nicht mit der PlayStation 4 konkurrieren kann. Nee, okay. Das heizt den Konsolenkrieg jetzt weiter an. Ich weiß, dass die Xbox One auch gut ist. Aber mich interessieren die Spiele von der Xbox One einfach nicht. Na gut, Kingdom Hearts 3 kommt auch für die Xbox One. Aber Infamous? Denkt mal drüber nach. Aber Leute, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen, ja, auf dem Teller, dass ihr es gesehen habt, und trotzdem werde ich aber das Let's Eat jetzt beenden, weil ich will es halt nicht unnötig noch weiter in die Länge ziehen, als es jetzt eigentlich schon ist. Und deswegen bände ich es an dieser Stelle. Sag euch doch natürlich wegen der Grußliste. Diese Woche sind leider keine Grüße. Oder ja, allgemein. Dieses Mal habe ich keine Grüße von irgendjemandem. Aber wenn ihr weiterhin irgendwelche Leute grüßen wollt, was weiß ich, eure Mutter, euren Hund, eure Katze, eure, was weiß ich, eure Freundin, ja, schreibt einfach unter das Video, und im nächsten Let's Eat Montag werden dann, ja, eure Grüße vorgelesen. Aber so viel dazu, ich verabschiede mich nun und sage ciao ciao und bis zum nächsten Let's Eat Montag oder Let's Play. Also, macht's gut, Leute!